Und hier sind Mirjam Weichselbraun. Und Klaus Eberhardinger. Hallo, herzlich willkommen hier bei Dancing Stars. Zum vorletzten Mal einen schönen guten Abend hier in unserem Ballroom. Ja, man glaubt's kaum, aber heute ist schon Semifinale. Das ging schnell. Ja, und Semifinale bedeutet, die letzten vier Paare kämpfen heute um die drei Tickets für den Einzug in das große Finale. Und das tun sie unter anderem auch mit einem Tanz, den es überhaupt noch nie gegeben hat aus diesem Parkett, dem Street Dance. Ja, dabei holen wir manche Promis ja zu Dancing Stars, damit sie weg sind von der Straße. Aber gut, wir lassen das. Wir kümmern uns um jemanden, der letzten Freitag leider die Show verlassen musste. Leider, sage ich nochmal ganz deutlich, Virginia Ernst, heute bei uns. Du bist heute alleine, Alexandra ist krank. Ja, die Alex ist leider krank, aber zur Vertretung habe ich meine Frau mitgenommen. Aber ich wünsche der Alex gute Besserung und das ganze Publikum hoffentlich auch. Ich möchte, nachdem ich gesehen habe, dass du eine Stunde laufen warst und dich kaum bewegen kannst, deshalb, dass du dich jetzt hinsetzt und entspannst. Muskelkater nach einer Stunde laufen, sie ist aus dem Training. Eine Woche und aus dem Training. Ja, leider. Ich gehe jetzt einmal langsam zurück. Setz dich nieder. Es ist ja zum ersten Mal, dass du diesen Ballroom komplett entspannt erleben kannst. Im Gegensatz zu denen, die wir jetzt dann gleich begrüßen werden. Die müssen zuerst einmal runterkommen und zwar nicht vom Puls, sondern von unserer Showtreppe. Hier sind ihre Dancing Stars. Liz Görgel und Thomas Kramel. Stefan Petzner und Roswitha Wieler. Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. Und Michael Schottenberg und Conny Kräuter. Ja, man sieht's ihnen an. Entschlossene Blicke, diese Körperspannung. Alle wollen heute den Einzug ins große Finale schaffen. Aber dafür brauchen alle Paare ihre Hilfe und Unterstützung von zu Hause. Sie entscheiden wie immer seit 12 Staffeln hier ganz besonders mit. Deswegen zögern Sie nicht lange. Jetzt schon, also ab jetzt schon wieder für Ihre Favoriten anzurufen. Wer hat es Ihrer Meinung nach verdient, ins Finale einzuziehen? Ist es Paar 02? Liz und Thomas. Dann ist es die Telefonnummer 09010 59 0902. Oder aber Paar 07. Stefan und Roswitha, 09010 59 0907. Für das Paar 08, Nicole und Dimitar. Es ist folgerichtig dann die 09010 59 0908. Oder aber Paar 09, Michael und Conny. 09010 59 0909.
Also zugegeben, das ist eine schwierige Entscheidung, aber wir lassen Sie natürlich mit dieser Entscheidung nicht alleine. Nein, keine Panik, Sie entscheiden wieder gemeinsam mit einer internationalen Fachjury. Wir begrüßen Dirk Heidemann. Hallo, guten Abend. Karina Sarkissova. Paula Schäker. Und Nicole Hansen. Baba. Baba. Das ist eine Rechnung, die geht auf. Wir haben 4 Semifinalpaare und wir haben 4 Juroren. Und da haben wir uns natürlich was Ausgefuchstes einfallen lassen. Jeder Juror hat letzte Woche ein Paar besucht, um ihnen ein paar Aufgaben zu geben für die erste Choreografie. Genau, dann schauen wir gleich, wer bei Paar 08 vorbeigeschaut hat. Es startet Paar 08 Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. Hier sind Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. It's a beautiful night. We're looking for something. Die Niki hat das erste Mal nicht gedacht, als sie getanzt hat. Hat man so gesehen, dass sie einfach wirklich da ist in dem Moment und an nichts denkt. Guten Morgen! Surprise! Surprise! Hallo! Am Samstag um 8 Uhr früh ging es schon los. Genau, da hatten wir Besuch von der Nicole Hansen. Also, was machen wir? Wie geht es dir? Hast du ausgeschlafen? Nicht sehr viel, wahrscheinlich ungefähr gleich wie ihr, nehme ich an. Nicht so viel, aber so gehört's halt. Tanzen wir schon dafür. Ihr habt Tango, ja? Wir haben Tango diese Woche, ja. Das ist eigentlich ein normaler Tango, also ein europäischer Tango. Und da ich so ein Fan bin von argentinischem Tango, möchte ich, dass wir so ein Stückchen argentinischen Tango in eure Choreografie einstudieren. Also die Aufgabe ist, wir haben ein Figurmaterial oder eine kurze Abfolge bekommen von Nico Hahn, die wunderschön ist. Und jetzt, wenn ich dich drehe, geht dieses Bein nach außen. Gut, super. Fantastisch. Und stress dich da nicht. Das Gewicht bleibt immer über dem. Ja, super. Die waren von Anfang an schon gut, die arbeiten sehr hart. Aber nicht zu überehrgeizig in dem Sinn, was auch wieder sympathisch ist, muss ich sagen. Und Gewicht auf das Vorder. Genau, also einfach nur von hier. Und wenn du mit dem Gewicht nach vorne kommst, musst du mit ich dem Körper Rotation, ja, ein bisschen rotieren. Genau. Da. Ich meine, Mitko war ein bisschen aufgeregt, als er Nicole getanzt hat. Also ich habe so ein bisschen so eine Veränderung der Energie bei Mitko gespürt. Also ich glaube, du warst ganz kurz aufgeregt. Hilfe, Hilfe! Ja, aber mit 2 Nicoles im Raum, ja, so, okay, die 2 hübscheste Frau auf der Welt, kann man nur aufgeregt sein, oder? Challenge accepted. Challenge accepted, ja. Dankeschön. Trainiert schön und wenn irgendwas ist, ruf mich an. Oder? Okay, ciao. Danke, Nicole. Paar 08 tanzt Tango. Hier sind Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Thank you.
Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. Unser blondes Gift. Wir haben heute die gleiche Frisur, sehe ich. Ja, mal, wir sehen uns heute ähnlich. Ich habe mich schon mal inspirieren lassen. Schneewittchen, Dimitar. Ja. Dir geht es aber besser als dem Schneewittchen. Du bist wieder auferstanden quasi, knapp nach Ostern. Toten, ja. Wie kam es zum Happy End? Ja, am Anfang war ein anderes Ende, aber ich dachte, wir müssen unbedingt ein Happy End. Das muss leidenschaftlich sein, ein gutes Ende. Und ja, ich hoffe, es hat den Leuten gefallen. Ja, und du hattest auch, ich glaube, da besteht kein Zweifel, mit einem Lächeln, kill him, mit einem Lächeln im Gesicht. Ich muss sagen, ich habe jetzt in der Vorbereitung schon gemerkt, diese Woche Semifinale, die Anspannung ist bei allen ein bisschen größer, der Druck ist größer, alle Paare wollen natürlich diesen letzten Sprung ins Finale schaffen. Jetzt bist du gewohnt von deinen Kämpfen, dass du den Kopf frei haben musst. Wie ist dir das gelungen? Ist es gelungen heute Abend überhaupt oder hast du da eine spezielle Technik? Ich versuche mich auch bei einem Boxkampf immer in den Modus zu bringen, dass ich mich total drauf freue. Selbst wenn ich Lampenfieber habe, ich sage, ich freue mich total und dann entspanne ich mich und dann fange ich an zu genießen und wenn es Spaß macht, dann kommt der ganze Rest. Ich glaube, das ist auch gute Taktik, weil es sind noch zwei Sendungen so oder so, besser genießen, weil dann ist es für alle vorbei. Also ich glaube, man hat es dir angemerkt, diese Freude. Nicole, was sagst du zu Nicole? Also erstens, Nicole, Dimitar, ich möchte sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf euch beide. Dankeschön. Das war sehr schön. Also, ich war ja nur ein ganz kurzer Moment bei euch und wir haben eine kleine Sache zusammen gemacht. Ich war sehr dankbar, dass ich mit euch arbeiten durfte, weil ihr seid sehr offen. Und ihr habt mir zugehört und ihr habt den Teil eingebaut, den wir zusammen erarbeitet haben. Das ist nicht immer so bei Tänzern. Und ich finde das sehr, sehr schön von euch. Ihr habt das sehr schön geübt. Man hat gesehen, ihr habt das geübt. Superschöne Volcada war das besonders. Und dem Publikum hat das, glaube ich, auch gefallen. Die haben nämlich geklatscht. Und auch der Rest des Tangos. Es war eine sehr schöne Choreografie, wie ihr gemacht habt. Es tönt jetzt so, weil ich mit euch eine Stunde gearbeitet habe, dass das super war. Aber nimm das mal weg. Es war wirklich eine tolle Leistung. Ich finde, du warst sehr locker. Deine Schulter ist manchmal noch ein bisschen oben. Das ist noch nicht ganz weg. Aber allgemein fand ich wirklich, schon gesagt, stolz. Dankeschön. Dirk nickt. Dirk nickt, ja. Also ich muss sagen, das war das Beste, was ich bisher von euch gesehen habe. Wow, ja. Dankeschön. Die Dame, Nicole, du hast dich toll verbessert. Sehr viel Selbstbewusstsein, die Kopflinie ist besser. Wunderschön eingearbeitet, dieser argentinische Tango-Teil von Nicole Hansen, der sehr geschmackvoll ist, muss ich sagen. Und das habt ihr ganz toll umgesetzt. Und es war sehr musikalisch, das war am Anfang ja nicht so sehr. Ne? Und für mich war das ganz toll. Also Glückwunsch. Dankeschön. Mhm. Ja, dann freuen wir uns über den ersten Teil. Ihr seid aber gleich das erste Paar in der Geschichte von Dancing Stars, das Street Dance tanzen wird. In diesem Sinne, wir freuen uns sehr darauf, wir freuen uns mit dir. Nicole und Dimitar, Mitko. Das hatte noch ein Happy End für Mitko auf dem Parkett, wenn es für beide generell ein Happy End geben soll. Nächste Woche hier nämlich im Finale, falls sie wirklich diesen letzten entscheidenden Sprung schaffen sollen, dann geht das nicht ohne ihre Anrufe und SMS 09010509908. Und gleich hier auf dem Parkett das nächste Paar, Liz und Thomas. Das ist bestens drauf. Euch hat es Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr viel. Tango hat in jedem Fall Spaß gemacht. Du hast ja auch eine Affinität zu Südamerika. Das stimmt. Argentinien. Ja. Kennst du ein bisschen Argentinien? Argentinien war ich auch schon. Also, ich war allgemein schon viel in Südamerika. So, eigentlich seit vielen Jahren reise ich gerne mit dem Rucksack durch Südamerika. Und im Rucksack, na gut, dir kann nichts passieren. Was ist dir passiert? Genau. Am besten einfach nur Ticket buchen. Die erste Unterkunft, die buche ich meistens. Und den Rest schaue ich dann. Und ja, ich habe eigentlich schon viel gesehen, war schon in vielen Ländern. Ich habe einen ganz großen Bezug zu diesen Ländern. Und ja, mein Traum ist es, irgendwann mal möchte ich von Ushuaia, ganz unten in Argentinien, bis hoch nach Mexiko, alle Länder überall boxen,
vielleicht auch tanzen, mal schauen, ja. Also das wäre mal so ein großer Traum. Zu Fuß oder wie? Gibt es doch irgendein Land, wo du nicht warst oder wo du unbedingt hin möchtest in Südamerika? Ja, ich war noch nicht in Kuba. Ich hatte das letztes Jahr eigentlich das vor zum Boxen. Schön. Der Plan war zum Boxen. Gibt es gute Boxer dort, gell? Kuba ist eine große Boxnation. Ja. Und dann hat Gimita gesagt, ja, er hat dort einen Salsa-Urlaub verbracht. Da habe ich gemeint, das ist ja das was Tolles. Ja, und jetzt will ich Salsa und Boxen verbinden. Und ja, mein nächster großer Urlaub wird in Kuba sein. Einer der besten Erlebnisse. Das wird eine spannende Choreografie bei deinem WM-Kampf. Das stimmt. Ja. Du sprichst sieben Sprachen. Sechs Sprachen. Mhm. Aber ich muss sagen, Spanisch. Ja, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch. Wieso stehst du auf Sprachen? Es ist eigentlich, man muss ja sagen, man braucht ja eigentlich nur Deutsch und Englisch. Ja? Man braucht es beruflich ja eigentlich gar nicht. Aber ich liebe diese Länder. Ja. Also ich liebe Italien zum Beispiel, das spricht man eigentlich nur in Italien und ein kleines Stück in der Schweiz. Aber ich liebe Italien und deswegen spreche ich Italienisch. Deswegen sprichst du Italienisch. Es lernen ja auch viele Leute Deutsch, weil sie endlich einmal Urlaub auf Mallorca machen. Hier kommen eure Punkte. Weniger, oder? Weniger. Die Jury diskutiert noch, aber Carina hat sich festgelegt. Dann leg du vor. Ja, ich habe mich festgelegt. Es ist natürlich kompliziert, jetzt Semifinale zu bewerten und man möchte volle Begeisterung Noten vergeben. Ich finde, das könnte noch einen Punkt schärfer sein. Jetzt 9. Dankeschön. Farage. Das war eine super schön getanzte Choreografie, aber meiner Meinung nach, der Ausdruck ist manchmal ein bisschen eingeschlafen, das kann noch, wie Carina gesagt hat, ein bisschen schärfer, muss schärfer werden für unsere Finale. Deswegen 8. Wow, Dankeschön. Nicole. Das wird sicher noch schärfer, aber ich bin heute natürlich mit euch besonders streng. 9. Dankeschön. Und Dirk. Stark verbessert und für mich ein ganz klares Paar im Finale. Aber es geht noch mehr. 9. Dankeschön. Die Jury ist sich mehr oder weniger einig. 35 fantastische Punkte aber für den ersten Tanz. 35, dritter Sieg. Ah. Okay, jetzt kommt es für den Street Dance. Street Dance. Wir freuen uns auch heute, wenn Sie online mitkommentieren. Auf Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, Hauptsache Hashtag DancingStars. Dann landet Ihr Beitrag mitunter auch auf unserer Webseite dancingstars.orf.at. Und das nächste Paar steht bereit. Miriam, bitte. Genau, Paar 02, Liz Görgel und Thomas Kramel, die sollten für heute Abend eine Rumba trainieren. Für manche wäre das ja schon Aufgabe genug, aber hey, es geht ums Finale. Deshalb verlangen wir mehr und haben auch den beiden eine kompetente Fachkraft mit einer ganz speziellen Aufgabe geschickt. Das ist wie in einer Arena dann tatsächlich, wo man drinnen tanzt, das war schon sehr geil. Hast du deine Ovations mitbekommen? Ja. Ich auch. Das war so schön. Man merkt das schon. Die Carina hat uns überrascht und es war total cool. Los geht's! Ich glaube, das erscheint nach Drehungen, Liz. Oh, nein. Das schaut nach Hebung aus. Also alles kam zusammen, so wie ich es mir gewünscht habe. Ich brauche jemanden, mit dem ich arbeiten kann. Aber Finale muss Hebe sein. Ich habe einen Sprung drinnen. Ich habe schon einen Effekt, aber schau mal, uns wird was einfallen. Ja? Also es ist ein spezieller Heber, wo die Liz sollte auf Thomas seine Schulter drauf springen. Einfach finde ich es nicht, gar nicht. Letzter Moment, Oberkörper einfach an ihn quasi, du kannst ihn auch umarmen, runterlassen, ja, sehr effektvoll, sehr schnell. Mir gefällt das, wenn ich eine Aufgabe stelle, die schwer ist und die kaum zu machen ist. Ich trau mich nicht. Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Dieser Aufstieg ist herausfordernd. Okay, dann so. Ja. Das müssen wir ganz, ganz hart trainieren. Spring. Op. Ist zu wenig Sprung, aber es ist gegangen. Ja. Gearbeitet muss noch an den Heber und vor allem an den Anlauf zu den Heber. Jawohl. Zweiten Fuß drauf. Wir haben Sessel, super. Und das werden wir einbauen, so gut es geht, oder Chef? Natürlich, das ist der Auftrag, den müssen wir jetzt zeigen. Ja. Ob das spektakulär wird, werden wir dann am Freitag hoffentlich sehen. Also ich drücke dann die Daumen.
als Glücksbringer möchte ich dir diese Rose geben. Die ist alt. Ich habe damit sehr viele Vorstellungen getanzt. Carina hat mir eine Rose geschenkt, eine Stoffrose. Aber sie möge dir Glück bringen, egal ob du sie trägst oder hinter der Bühne mit dir hast. Das ist für dich. Danke. Das hat mich sehr berührt. Das ist schon was Besonderes. Danke euch. Danke nochmal. Danke. Panel 2 tanzt eine Rumba. Hier sind Liz Görgel und Thomas Kramel. Liz und Thomas. Und ich möchte kurz, ich weiß, du hast dich gerade kurz geärgert. Nur, ich finde es super von dir, dass du gesagt hast, nein, lass dich da nicht aus, wir machen das jetzt noch. Und es hat funktioniert und hätte auch beim ersten Mal nicht schöner ausschauen können. Du musst überhaupt nicht traurig sein oder enttäuscht. Es zählt nur, ihr habt es noch einmal gemacht und es hat funktioniert. Danke. Wurscht! Ist uns doch wurscht, oder? Alles gut. Ja, das ist emotional, man weiß, wie sie sich vorbereitet haben, aber es ist echt egal. Funktioniert es beim ersten Mal nicht, geht es beim zweiten Mal. Und darum geht es ja auch. Man kämpft sich durch und man lernt. Carina, ich finde, die bespringt den, als hätte sie nie was anderes getan. Ich habe seit Jahren nicht so gezittert wie jetzt. Und es tut mir auch irgendwie leid, aber... Ihr seid so solche Kämpfer. Es ist unglaublich, dass ihr dann sagt, noch einmal und ihr schafft das. Ich meine, das sind Profis. Danke. Es war wohl die schwierigste Aufgabe, die man überhaupt einem Paar stellen kann, weil die Hebefiguren sind auch bei Profis, auch bei uns. Wenn ich tanze jedes Mal live, das ist jedes Mal ein Glück oder ein Unglück. Und man weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht. Und es war aber so schön, dass ihr das noch einmal gemacht habt. Das ist noch viel stärker gewesen. Und abgesehen davon war die Rumba wirklich toll. Es gab
so schöne Momente und Verbindung zwischen jeder Bewegung. Das ist wirklich hochprofessionell und das beweist noch einmal, wie viel ihr arbeitet und wie viel ihr könnt. Danke euch. Danke. Bolasch, bitte. Ja, es ist immer schade, wenn quasi der Highlight nicht ganz ausgeht. Ihr habt es, wie Carina auch gesagt hat, ein zweites Mal probiert. Dann ist klarerweise, ein zweites Mal geht immer leichter ausgegangen. Rumba ist aber mehr als eine Hebefigur. Diese Hebefigur war vielleicht eine Nummer zu groß war für euch, hat ein bisschen die Konzentration von den Kleinigkeiten geraubt. Ich habe, abgesehen von diesen kleinen Fehler, nicht die Lisi gesehen, die ich zum Beispiel beim Tango gesehen habe. Diese Leidenschaft, diese Kraft, die Emotionen und so weiter und so fort. Es waren vor der Hebefigur auch schon kleine Schrittfehler drinnen, teilweise Schritte, die nicht auf Takt waren. Schade, zeigt alles, dass ihr unter einem enormen Druck arbeitet, zeigt, dass ihr ein bisschen viel Konzentration auf diese Hebefigur gemacht habt, weil ihr eben diese Dame oder ihre Ansprüche, die meistens sehr hoch sind. Ich kann das an dieses Paar stellen und das hat auch ja funktioniert. Ich meine, du weißt es nie, es kann bei 10 Proben funktionieren und genau bei der Premiere nicht. Red weiter. Red weiter. Okay, was passiert? Na, ich gebe dir nicht den Schuld. Ich fand es richtig, dass du denen eine schwere Aufgabe gegeben hast. Ja? Es ist richtig so. Diesmal nicht geglückt. Aber ich glaube, wenn ihr alle das so wollt, kriegt dieses Paar vielleicht noch einen Schatz. Siehst du, manchmal sind auch Juroren außer Takt. Danke. Wir sehen noch einen ziemlich coolen Streetdance von euch. Respekt. Dankeschön, Liz und Thomas. Ja, Bolasch hat gerade schon gesagt, wenn das Publikum das so will, dann sind die beiden auch im Finale verdient. Da glaube ich, sind wir uns einig, hätten sie es auf alle Fälle. 09010 59 0902 für Liz Görgel und Thomas Kramel. Und Michael und Conny zeigen uns auch gleich einen heißen Tango auf dem Parkett. Jetzt hör auf, dich zu ärgern. Das ist so. Das ist ja, aber ja, aber ich glaube, dass du auch schon ein bisschen gezweifelt hast beim Anlauf und so. Und außerdem, ich glaube, dass er nicht tief genug wird. Das ist ja so. Aber es ist wie beim Skifahren. Ich meine, einfahren, zurücksteigen, nochmal runterfahren. Es wird nicht die Bestzeit, aber es gibt einen zweiten Durchgang. Bei uns gibt es halt auch einen zweiten Durchgang. Stimmt. Aber es hat dich getroffen, gell? Ja. Ah, ich habe davor schon einen Fehler gemacht und das war nicht. Ich wollte es besser machen. Wolltest du es besser machen? Ja, ich glaube, ich kann es auch besser. Aber mal. Ja, das kann man immer. kann man noch aber es ist wurscht, wie es ausgeht. Es ist in jedem Fall für alle jetzt, die da heute tanzen, nächsten Freitag Feierabend. Ja. Also vorbei mit Dancing Stars. Frage: Wirst du nachher auch noch dem Tanzsport ein bisschen treu bleiben? Wirst du da noch ein bisschen was probieren? Oder? Ich glaube schon. Also, ich weiß jetzt nicht, in was für eine Intensität, aber es macht mir so Spaß und ich habe so viel gelernt von dir. Danke. Ciao. Und es ist so cool tanzen und es ist ein einzigartiger Moment und umso blöder ist, wenn man es dann nicht aber die ganze Woche trainiert und dann bringt man es nicht so. Aber es ist eine intensive Erfahrung, du bist nicht die Erste, oder? Rainer Schönfeld, das haben alle gesagt. Ja. Alle haben gesagt, das hätte man nicht gedacht und dass man so reinzieht, hätte man auch nicht gedacht. Gibt es eigentlich, ich meine, ja, also du bist jetzt da, ziehst du rein, Skifahren war klar, gibt es sonst noch irgendeinen Sportart, die dich wirklich begeistert, wo du sagst, das mache ich für mein Leben gern? Ja, jetzt kommt dann wieder die Windsurfzeit. Die Windsurfzeit, ja genau. Ich liebe es über alles. Wo surft denn in Österreich? Naja, ich wohne jetzt eher da im Osten und so gesehen am Neusiedlersee. Am Neusiedlersee, ja. Wenn es hockt. Ja, Kitesurfen, das ist auch schön, wenn es hockt. Wenn es hockt. Übrigens, ein Fan hat im Internet, wir schauen ein bisschen ins Internet, hat gefragt, ob du den Thomas einmal mit auf die Piste nehmen würdest. Die Frage, kannst du Skifahren?
Das kommt darauf an, wie man fragt. Also ich würde sagen, ja, die Lisa hat aber auch geglaubt, sie kann tanzen. Also. Gut, das lassen wir so stehen. Hier kommen eure Punkte. Nicole, also Lis, du warst heute schon besonders nervös, aber irgendwie zeigt mir das auch, wie sehr, dass du das Tanzen liebst. Und der erste Sprung, als du ihn angesprungen bist, der war ja super. Also heute 8 für die Rumba. Dirk, bitte. Ich finde, die Lifts waren toll. Choreografie sehr, sehr schön und technisch besser, aber leider am Ende ein bisschen aus der Musik. Deshalb nur eine 8, aber ein klares Finalpaar. Carina. Meine Patenkinder, ihr seid echte Kämpfer. Danke euch. 9. So. Und Balasch. Nächste Woche dürften solche Fehler nicht mehr passieren. Diese Woche 7. 32 Punkte für die Runde. Jetzt lachst du aber wieder, oder? Ja, ja. Ja, es ist so. Jetzt geht's euch umziehen für den Street, dann lass dich umarmen. Ja, Schatzi. Geht's. Jetzt kommt Paar 09, Michael und Conny. Und ich verfolge ja immer Michaels Blog im Internet ein bisschen. Und diese Woche hat er Folgendes geschrieben. Der Tango hat's in sich. Am Freitag muss ich so tun, als wäre ich in den Favelas von Buenos Aires in einem dieser schäbigen Tanzschuppen zur Welt gekommen. Ja, was der Schotti noch nicht wusste, wir haben ihm einen wahnsinnig sensiblen Geburtshelfer aus Ungarn geschickt. Die 10. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir 39 Punkte bekommen. War das wirklich so gut? Ich weiß es nicht. Du warst wirklich super, Schotti. Ja! Wir machen heute Tango. Die Woche war total anstrengend für mich, weil ich hatte keine Stimme. Es war ein Verdacht auf eine Kehlkopfentzündung. Mir haben ja alle geschrieben, zum Tanzen brauchst du keine Stimme. Sag ich eh nicht, aber zum Unterrichten war es gut gewesen. Ich nehme dich fest und verführe dich im Tango. Ja, mit dem Klemmbrett und mit dem ewigen Schreiben, das ist mir so auf den Nerven gegangen. Du nimmst mich fest. Nein, ich nehme dich fest, aber du verführst mich im Tango. Gott. Nein! Carina! Ah, Balasch Egger hat uns besucht. Hallo, Weltmeister im Mambo. Ich war platt. Servus. Natürlich waren Sie einer meiner Wunschkandidaten. Ich kann heute nicht reden. Das ist ein perfekter Tag. Ich habe noch nie mit einem Mann trainiert, noch dazu mit so einem unglaublichen Tänzer. Slow, slow, quick, quick, slow. Quick and quick and quick and quick and. Was mir den beiden wahnsinnig gut gefällt, dass die eigentlich tanzen auf relativ hohem Niveau. Quick and quick and. So, dass quasi weder der Spaß noch der Leidenschaft noch die Geschichte des Tanzes nicht untergeht. Aber deine Hand hast, glaube ich, nicht auf der richtigen Stelle. Eine Challenge vom Balasch. Die ist nämlich gar nicht so unwesentlich. Er hat uns Handschellen mitgebracht, die wir in die Choreografie mit einfließen lassen mussten. Aber es ist ganz schön tricky, ne? Weil auch da hat es uns ein bisschen gestreut mit der Sehfähigkeit des Michael Schottenberg. Ich bete zum lieben Herrgott, dass das gut geht mit diesen blöden Handschellen, dass diese Challenge bewältigt wird. Die Zuschauer wollen die Geschichte sehen. Ah, sie gibt die Schritte dazu. Und dann wird es schon hinhauen. Gerne. Und ciao. Deine Stimme ist einmalig gewesen. Paar 09 Tanz Tango, Michael Schottenberg und Conny Kreuter.
sie tanzen einen Tango. Alle wieder von uns an. Und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Denn sie können ja nicht wissen, was dazwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei den Tango schon geschah. Kriminal Tango in der Taverne. Dunkle Gestalten, rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Und Conny Kreuter mit einem Kriminaltango. Abführen, einmal abführen. Ich weiß, wer es war. Der Mörder ist in unserem Fall immer die Sängerin, weil so wie Maria Rehrig, so verdächtig, wie du den Song singst, du bist mir auch nicht wurscht. Maria Rehrig. Und ich bringe ihn gleich ums Eck, jetzt. Die Ballige. Ein Tango vom Feinsten. Wie leicht schlüpfst du eigentlich in die Macho-Rolle, die der Tango ja auch ein bisschen abverlangt? Na, gar nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin kein Macho. Das ist ja mein Problem. Ich mache es eher mit der Frisur, weniger mit dem... aber ein bisschen bin ich es wahrscheinlich schon, oder? Ja. Keine Ahnung. Wollasch, du machst auch alles mit der Frisur. Ja, aber mit was? Mit Recht. Na, so geil, Herrst. Wow. Ja? Kompliment. Heute? Was gibst du, Carina? Wahnsinn. Ja. Aber nicht nur deswegen, weil ich ein bisschen mitgeholfen habe, sonst war auch sehr gut. Und warum es gut war, weil quasi auch in dieser Nummer waren quasi musikalische, klassische Tango-Elemente und Stücke zu finden und auch teilweise am Anfang ein bisschen mysteriös Tango Argentino. Genau. Und ihr habt es super interpretiert, ihr habt es sehr geschlossen, sehr introvertiert, mit ein bisschen Art von Tango Argentino angefangen und dann sind wir quasi in die klassische Tango rübergegangen. Dass die Conny keine Stimme gehabt hat beim Training, fand ich schon super. Habe ich gedacht, der Handschellen können nicht schaden. Aber warum eigentlich Handschellen, Balasch? Ja, weil der Tango, damalige Zeit, wie Tango entstand, quasi war der Tanz der Kriminellen. Ja, die waren in den Außenbezirken von Buenos Aires, ganz beliebte, vor ganz finsteren und dunklen Leuten. Und daher also deinen Vorfahren, die kommen eigentlich aus Argentinien. Waren einige Ungarn, die damalige Zeit auch nach Argentinien ausgewandert sind und auf der Suche nach Schatz gewesen. Einige haben es gefunden, andere nicht, aber ihr habt auf jeden Fall einen super Tango getanzt. Danke. Wir müssen unseren Schatz auch nicht weit suchen, Nicole. Also, ich sag dir auch, weil es gut war, wieso es gut war. Und zwar zwei Sachen. Du bist super musikalisch und du hast enorm große Passion, Leidenschaft. Und diese zwei Sachen sind super wichtig im Tanzen und du bringst die fantastisch rüber. Number one. Zweitens, ich fand, da war nicht genug Tango Argentino drin, weil, ich sag dir wieso, du hast die perfekte Statur, das perfekte Alter, alles für einen richtigen Milonguero. Also da könnte man das Milonguero. Aber es waren seine Hände gebunden. Argentinischen, das ist kein Milonguero Problem. Milonguero 100-jährig oder was heißt Milonguero? Nein. Das sind ein bisschen, das sind die guten Tango Argentino Tänzer in Buenos Aires, die sind etwas älter, die haben ein Bäuchlein, das ist super bequem, mit denen zu tanzen. Hallo? Das ist immer noch ein bisschen da, Entschuldigung. Aber das ist ja gut. Das hätte ich noch ein bisschen mehr ausgenutzt. Aber
Es war nett. Okay. Es war sehr schön. Es war nett, es war sehr schön. Sie ist nur eifersüchtig, ich sag's dir. Sie ist einfach eifersüchtig. Ach, weil ich noch nie mit dir getan habe. Nein. Ja, nein, eben. Nein. Nachher. Deswegen will sie auf die Milongero-Geschichte hin, was sie nicht verraten hat. Die Milongeros tanzen nicht nur mit einer Dame, sondern der ganze Welt. Und du hast fast mit dir allen und jeder getanzt. Nur aber noch nicht mit der, ich sag jetzt nicht. Mit der eigentlichen Tango-Queen hier. Wir werden das noch ausdiskutieren, aber ihr habt ja heute noch was zu tun. Es kommt ja auch von euch noch Streetdance. Danke. Schotti und Conny. Ich habe eine Frage an Sie zu Hause. Wären Sie enttäuscht, wenn Michael Schottenberg und Conny Kräuter nicht im Finale stehen würden? Dann tun Sie was dagegen. Es liegt ganz besonders heute Abend an Ihnen. 09010590909 für Michael Schottenberg und Conny Kräuter, falls die auf jeden Fall eines der Finalpaare sein sollen. Und Stefan und Roswitha sind auch schon unterwegs zu uns. Ah, trink einmal was, trink einen Schluck. Ja, danke. Und ich, praktisch, es ist immer schön, dir zuzuschauen, weil du wirklich in die Rollen hineinschlüsst. Und immer am Freitag, wenn es drauf ankommt, dann bist du da. Also heute war du, der Blick war, es war gefährlich. Es war, du warst nicht nur ein Kommissar, du warst ein Elongero, Micaelo Elongero. Micaelo. Micaelo Elongero. Jetzt, Micaelo, muss ich dich fragen, du warst diese Woche bei Willkommen Österreich, Grissemann und Stermann. Ja. Und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, es war ein umwerfender Auftritt, wir haben einen Ausschnitt vorbereitet. Ja. The Body! Michi Schottenberg! Ja, also ich habe mir das zweimal angeschaut. Ich habe mir gedacht, bist du narrisch? Der Stermann kniet. Ja, der Grissemann hat die Krücken gewartet auf eine religiöse Erscheinung. Ja, ja, dann ja, wie mir ist das auch so voll seltsam dann vorgekommen. Das du. Und das war dann ein wirklich komplett neuer Gruppentanz. Er war es. Und ich war darauf nicht gefasst, dass der Typ kniet vor mir. Aber vielleicht hat er sich auch nur das Schuhband. Ich habe keine Ahnung. Aber ich war so verblüfft. Und dann, wie der andere noch die Krücken wegschmeißt und auf mich, da war kein Halten mehr. Also das war wirklich, sowas habe ich noch nie gemacht. Alle fliegen sich auf dich schon. Die trauen sich nicht. Das zwei alten Herren nämlich. Das machen wir nicht freiwillig. Das sollte man aber, du hast das in deinem Blog hast das, als der Knödel bezeichnet. Der Knödel, der Menschenknödel, ja. Weil irgendwie, ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Ich war plötzlich am Boden unter den beiden Schwerhäutern, wie sagen wir? Dickhäuter. Dickhäuter. Ja. Die Schwerhäuter. Begraben und dachte, also das habe ich noch nicht. Aber das könnten wir auch machen. Einmal, das können wir mal machen. Wir könnten den Knödel nachkochen. Obwohl es nicht so appetitlich hat, es gar nicht ausgeschaut. Jetzt geht die Stimme verschlagen. Ja. Ja. Gott sei Dank ist es vorbei. Das ist aber jetzt vorbei. Das hab ich schon. Ich habe seit gestern, höre ich sie schon wieder durch so die Gänge röhren. So wie ein Hirsch in der Prumpfzeit. Das ist unglaublich. Nein, das war wirklich lustig. Sie hat keine Stimme gehabt, hat mir aufgeschrieben. Und ich, der ich nicht lesen kann, oder zumindest nur mit Hilfe lesen kann, habe die Brille genommen und so haben wir getan. Sie hat gedeutet und ich habe gelesen. Und irgendwann war die so lustig. Und ich glaube, da war auch die Idee geboren für euren Streetdance. Dann werden wir dann gleich sagen, ich verrate nichts. Das eine muss ich nur sagen. Ich weiß nämlich, das habe ich auch da gelesen, du hast ein bisschen dich darüber beschwert im Blog. Du bist da, du wolltest eigentlich auf die Toilette gehen, dann haben sie sich nicht lassen, du bist mit voller Blase aufgetreten. Ja, mit voller, das auch noch. Ja, bei Stermann und Grissemann. Da ist alles passiert. Ich war 30 Sekunden vorher, wollte ich auf die Toilette. Dann hat einer gesagt, hallo, in 30 Sekunden ist es. Sag ich, ja, dann lass mich gehen. 30 Sekunden bin ich wieder da. Nein, zack, hat er mich genommen. Und jetzt war ich wirklich Na Gott sei Dank, ist dann nichts passiert in dem Moment. Ich habe deswegen gewählt, weil mir ist mir eingefallen, dass, wie heißt dein neues Buch? Von Träumen und Schiffen. Siehst du. Und
vom Schiffen. Habe ich sagen müssen. Ja, aber jetzt so. Aber es hat einen Untertitel. Oder unterwegs auf der MS Carina. Das okay. ist ja Untertitel. Na hallo. Ja. Na, jetzt kommen einmal die Punkte für den Tango. Genau, wir träumen nicht vom Schiffen, sondern vom Punkten. Für mich ist das Wichtigste Musikalität, Emotionen, Charakteristik und die Technik ist nur Mittel zum Zweck. Und deswegen 10. Nein! Carina, also Ihr Problem kenne ich. Wir müssen auch mal weg, aber dürfen nicht. Aber wenn Sie auftreten, dann vergesse ich sogar, dass ich pipi muss. Ah. 10. Geil. Balasch. Ich will nicht, dass du zu eingebildet wirst vor einer Woche vom großen Tag. Deswegen? 10. 9. 9. Das passiert beim Schotti nicht, Balasch. Nicole. Ich fand den Basso letzte Woche noch ein bisschen besser als heute. Deshalb auch nur 9 von mir. Wir reden schon von nur 9 Punkten. Dabei sind es immerhin, hey, 38 Punkte. Schotti, jetzt knie ich auch nieder vor dir. Ja, jetzt geht das wieder. Komm wieder rauf, sonst kommt es. Also ich muss ja aufhören. Geht euch um, zieht euch einen Stritt an. Jetzt kommt ein schneller Chai von Panol 7, Stefan und Roswitha. Es ist wahrscheinlich keine Überraschung mehr, welcher Juror die beiden im Training besucht hat. Dafür war es für den Juror eine Überraschung, wer das Training nicht besucht hat. Folgendes Paar darf nächsten Freitag wieder hier antanzen. Stefan und Roswitha! Nach der Show habe ich mich natürlich gefreut, dass wir weiterkommen. Nämlich auch aus folgendem Grund, dass am nächsten Tag dann ein Jurymitglied uns beim Training besucht. Na, es ist so Wahnsinn. Ja, und da ist mir dann die Freude kurz einmal vergangen, weil der Stefan ist nicht gekommen. Na. Wie es das Schicksal wollte oder wie es halt passiert ist, habe ich am Samstag in der Früh schlichtweg verschlafen. So. Guten Morgen. Dass er wieder Dirk dann kommen ist. Wo haben wir denn das Petznerchen? Und der Stefan war nicht da. Das Problem ist, ja, dass ich allein da bin. Ich habe glaubt, ich verfallen. Ja, da bin ich aber sehr entsetzt, dass er nicht die Disziplin hat. Ich bin auch entsetzt. Hier morgens anzutanzen. Alles, was ab 10 Uhr vormittags ist, ist für mich völlig okay. Ich bin ein Nachtmensch. Ich meine, wir treffen uns nicht um 7 Uhr morgens, wir treffen uns um 10.30 Uhr. Beethoven, Mozart, Maler haben alle in der Nacht geschrieben, alle. Sag mal, da kommt der nicht. Das ist doch voll unfair. Der hat mir gestern schon gesagt, na, um 10:30, 11. Er sagt, na, du wirst, der kriegt aber nächste Woche von mir ein Ding weg in der Sendung. Aber da kannst du dich drauf freuen. Na gut, der Dirk, so. Der war mega sauer. Zu Recht auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Anyway, lasst uns was arbeiten. Ich hätte gerne eigentlich einen Lift. Geh mal rum und bleib drauf liegen. Genau. Und dann komme ich langsam wieder hoch, bis wir wieder oben sind. Yeah. Wenn du gut stehst, dann kann er dich anspringen. Er mich? Ja, und du hältst ihn so fest, kurz. Dass die zwei Figuren sitzen müssen, das ist ganz klar. Und ich bin zuversichtlich, dass die auch passen werden, die zwei Figuren. Das wird bestimmt lustig. Ja. Okay. Oh. Mach's gut. Dank dir. Panel 7 tanzt Jive. Hier sind Stefan Petzner und Roswitha Wieland. Does he wash up? Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up?
Stefan Fetzner und Roswitha Wieland mit einem Rückgrat. Ja, nicht starke schlecht. Frau in jeder Hinsicht, ich meine über 70 Kilo. Ja, ja. Bin stolz auf dich, hat sie da gestemmt. Ich war dabei. Ich war dabei. Ja, wir drucken jetzt dann bald T-Shirts, wir waren alle dabei. Wir haben diesen Jive alle gesehen, ein fordernder, sehr schneller Tanz mit vielen, vielen Kicks. Dirk, ganz kurz, ja. dieses Outfit, das du im Training anhattest, ist das deine Zwangsjacke oder was war Nein, das? Nein, das ist ein Shirt, wo ein Hemd hinten dran gehängt ist. Ja. Und das kannst du auch andersrum anziehen. Du kannst also auch das Hemd Clever. Anziehen, dann hast du den Pullover drüber. Oder du hast den Pulli an und das Hemd hängt hinten. Und es war eigentlich so ein Security-Safety-Hemd, dass sie mir nicht von der Schulter fällt. Ja? Ja. Ja, und ich habe das ist von einem Designer natürlich. Und ich habe das natürlich. Schön gefunden, das als damit einzubringen. Ja. Ja. Möchtest du jetzt was hören? Was ja, bitte. Ja. Hast du dir das so vorgestellt? Naja, also ich bin erstmal sehr froh, dass du heute da bist, Stefan. Ich freue mich sehr. Ja, das ist sehr freundlich von dir. Und auch respektvoll mir gegenüber und der Sendung gegenüber. Erstmal muss ich sagen, wenn ich jetzt schon 10 Punkte vergeben könnte, dann würde ich gerne 10 Punkte für den Besen vergeben. Ja, weil der hat seine Sache gut gemacht. Ansonsten war es außer der Musik, es war kein Swing drin, es war kein Jive-Thema. Das Thema der Lifts, also da, wo du auf dem Rücken liegst, war umgesetzt. Du standst in dem Lift ganz gut, was Rosis Arbeit natürlich auch ist. Ansonsten war das für mich... ja, an der Grenze zum Gesellschaftstanz in einem Tanzschule-Anfängerkurs. Also das war nicht gut. Ja? Mhm. Sorry. Carina. Also es ist jetzt schwer, den Tanz noch zu kritisieren. Wir sind im Semifinale und das ist wirklich schwer, Korrekturen zu geben. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Wir geben seit 6 Wochen Korrekturen und es passiert nichts. Ja? Also ich gebe keine Korrekturen mehr. Ich möchte gerne fragen, wie Sie sich fühlen, also gegenüber auch den anderen, die jetzt schon ausgeschieden sind. Ist das gewissen okay, also, dass Sie mit diesem Niveau noch jetzt im Semifinale sind und vielleicht auch weiterkommen und um Gottes Willen vielleicht das auch noch gewinnen? Also, ja. Ich glaube, die Sorge müssen Sie sich nicht machen. Ich habe immer gesagt, ich tanze fürs Publikum. Ich weiß, wie die Jury gegenüber mir eingestellt ist. Ich habe aber auch, muss ich ehrlich sagen, vor allem dir gegenüber, Dirk, da muss man sich dann auch hinstellen, wenn man Mist gebaut hat und verschlafen hat. Es ist leider passiert. Ich habe verschlafen, wie es jedem im Job schon passiert ist. Und jeder denkt sich dann, oh, jetzt wird der Chef schimpfen. Also ich verstehe es auch und sage auch sorry dafür. Die Größe muss ja, man noch haben. Ja, aber wie lange werden wir Sie noch beschützen? Wie lange werden wir Sie noch beschützen und für die drei Schritte? Darf, Frau Sackner-Sober, Sie daran erinnern, dass die Jury auch schon festgestellt hat, dass ich Fortschritte gemacht habe. Und bei Dancing Stars also geht es um, Schritte hat die Jury gemacht. Schon 2 Wochen... Naja, Entschuldigung, nein. Bei Dancing Stars geht es, Frau Sarkisova, ums Tanzen lernen, mit Betonung auf Lernen. Ich bemühe mich, dass ich nicht der schnellste und beste Lerner bin, weiß ich. Ja, aber Sie haben nicht tanzen gelernt, Sie haben gerade mal 4 Schritte gelernt. Sie selber haben vorige Woche gesagt, es gibt Fortschritte. Das ist jetzt also, ja, ich habe gesagt, Sie machen bessere Schritte. Ich mag jetzt Schritte. Nicht mit Ihnen streiten. Nein, ich mag auch nicht streiten, na, Stefan. Okay. Ich möchte nur... darauf hinweisen, auch ja, das Publikum. Ja, es ist Dancing Stars, ja. Es ist nicht Rettet mein Selbstbewusstsein. Das Publikum oder wird alle seine Entscheidung treffen. Genau, das Publikum wird seine Entscheidung treffen. Und die Jury Punkte, das ist euer natürlich, Job. Der Job des Publikums natürlich. Ist zu entscheiden, wer im Finale stehen soll. Und euer Job ist nachher noch einen Street Dance hinzulegen. In diesem Sinne, danke Stefan und Rosi, vor allem vielen Dank auch. Ja... Stefan Betzner und Roswitha Wieland, für Sie ein Finalpaar, dann anrufen 090 10 59 09 07. Ich meine, ich weiß halt, du bist auch ein bisschen ungerecht, du sagst immer, die Jury ist gegen dich. Und dann kommt, naja, kommt der Dirk Heidemann und bringt auf seinem Rücken ein frisches Hemd mit. Das heißt, aber gebügelt. Die Rose, ich glaube, die haben ja 2 Figuren von ihm beauftragt bekommen. Ich glaube, die haben wir umgesetzt. Ja? Und die 2 verlorenen Stunden, die ich verschlafen habe, haben wir aufgeholt, sagt die Rose. Also, die 2 Figuren waren da. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das kann passieren. Und ich
tanze fürs Publikum, die Jury hat ihre Meinung, die Leute zu Hause werden sich ihr Urteil bilden und der Rest kommt, wie es kommt. Ja, und ich freue mich über jede Runde. Jeder weiß, dass du Choreografien im Schlaf lernst. Also, das ist ja nicht so da. Und der Chef, das war wieder, hallo, das war Chef, da haben sich viele gedacht, da legst du dich nieder. Ja, der Chef ist wirklich schwierig. Vielleicht war es jetzt nicht, wenn es noch nicht im Takt, aber... Rosi, jetzt eine Frage an dich. Bitte. Das sind jetzt, wie viele Wochen? Jetzt bist du schon viele. Ich glaube, es sind 11 Wochen bisher. Heute ist die 7. und dann 4 Wochen habe ich absolviert. Also 7. Hättest du dir jemals gedacht, dass ich ins Halbfinale komme? Du, geglaubt habe ich es nie, aber gehofft ja. Und ich freue mich jedes Mal, dass wir weiterkommen. Ja. Weil ich finde schon, dass er Fortschritte macht. Also so ist es nicht, ja. Na doch, doch. Und ich freue mich wirklich, dass wir noch dabei sein dürfen. Ja? Einen Schritt nach dem anderen. Ich kann also, wenn man Bilanz zieht, könnte man sagen, es war jedes Mal ein bisschen, egal welcher Tanz, ein bisschen eine Zitterpartie. Das schon. Aber im Endeffekt war es für den Stefan immer ein Spaziergang. Zitterpartie trifft es eher. Jetzt kommen neue Punkte. Ballasch, bitte. Ich freue mich schon, wenn ich einmal irgendwann tanzen sehe. Eins. Nicole. Also, ich habe eigentlich wirklich keine großen Ansprüche. Aber im Semifinale möchte ich wenigstens einen ganzen Song von Anfang bis Schluss, auch wenn es nur ein Schritt ist, im Takt sehen. Und das war leider nicht der Fall. Eins. Dirk, bitte. Nicht im Takt und auch schlecht getanzt und ein Rückschritt zum letzten Mal. Daher eine Eins. Und Carina, ich finde es nicht gut, dass wir unsere Ansprüche auf eins oder zwei Schritte reduzieren müssen. Und sollten Sie das sogar gewinnen, müssen Sie den Dancing Star abgeben. Eins. Vier Punkte. Wirst du jetzt, also ich meine, du bist ja überzeugt davon, du hast Fortschritte und du bemühst dich auch und du trainierst es. Jetzt ist dann nächste Woche vorbei. Hast du vor, mit dem Tanzen ein bisschen weiterzumachen? Willst du dein Wissen weitergeben? Tanzwissen. Ich habe auch auf alle Fälle was gelernt in der Show, auch wenn es manche nicht glauben. Und traue mich jetzt mit meiner Mama, die ja Tanzfan ist, das Tanzbein schwingen in Zukunft. Vielleicht nicht immer im Takt, aber aus vollem Herzen und mit Freude. Das ist am wichtigsten. Und du hast mir gestanden, in deiner Familie gibt es keine Tänzer. Jetzt aber, zieht euch um. Zieht euch um. Ihr müsst dann noch den Street Dance machen. Die erste Runde ist somit geschafft. Es folgt eine absolute Dancing Stars Premiere. Alle vier Paare tanzen jetzt Street Dance. Das wird eine Herausforderung für Promis, aber auch für die Profis. Entspannen kann sich dafür die Band. Miriam, bitte. Ja, beim Streetdance geben wir dem Orchester frei, weil eben ganz andere Baustelle, wobei diese Musikerinnen und Musiker könnten natürlich alles. Aber wir hören sie jetzt nochmal live. Hier sind sie mit Faith, das Dancing Stars Live Orchester. Two, three, four. Girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Yeah, she's a go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters out of big bold type. I got faith. Mission made.
Rising Stars Live Orchester, dirigiert from one and only Herbert Fichler. Woo! Unter der musikalischen Leitung von Thomas Rabitsch. Ihr seid so super. Ich bin schwer schockverliebt in jede Einzelne und jeden Einzelnen. Vielen Dank, das Dancing Stars Live Orchester. So, und bevor es jetzt dann weitergeht mit Street Dance, schauen wir uns nochmal gemeinsam den Jurypunktestand nach 4 Tänzen an. Auf dem ersten Platz liegen nach den ersten 4 Tänzen Michael und Conny mit 38 Punkten, gefolgt von Nicole und Dimitar mit 35, Liz und Thomas mit 32 und Stefan und Roswitha mit 4. Da ist noch nichts fix, weil da kommen noch Jurypunkte dazu für den zweiten Tanz, den Street Dance. Und Sie zu Hause, ja, Sie entscheiden ja seit 12 Jahren hier auch noch mit, wer weiterkommt und wer nicht. Haben Sie schon Ihre Favoriten fürs Finale? Falls Sie noch unschlüssig sind, vielleicht hilft dieser kleine Rückblick. Zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei den Tango schon geschah. Und jetzt zu Street Dance. Was ist das überhaupt? Eines ist klar, wir nehmen jetzt auch hier das Publikum mit in die Pflicht. Es startet wieder Paar 08. Nicole Wesner und Dimitar Stefani mit ihrem ersten Street Dance der Dancing Stars Geschichte. Like I do it, when I do it, dog, I do it. Break it down, put your back into it. Man, y'all ain't ready for the shit I'm doing. Get up, get up. Come on, little mama, work for me, make a play. I wanna spend some money. Come on, I don't really like spending money, but you do what you do and do it well. Come on. Show off that body. Street Dance! Yo, yo! What up?
Man hat schon noch ein bisschen die Boxerin gesehen zwischendurch. Geil, super. Also uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ihr habt damit als erstes Paar beide Tänze im Semifinale abgehakt. Wie fühlt sich das an? Ja, die ganze Zeit ist ja super. Ja, der Tanz war auch super. Die Party geht weiter. Ja, also es sah auch bei dir so aus, weil Street Dance ist natürlich schon was komplett anderes als Standard und Latein. Hat es dir als Profi jetzt auch nochmal extra viel Spaß gemacht? Wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch beim Training immer, wenn wir Hip-Hop getanzt haben. Er hat dann, wie, was ist für ihn ja auch was Neues, ja? Wie so ein kleiner Junge, oh, ich habe ein neues Spielzeug. Ja, so hat er auch ausgeschaut, das stimmt. Carina war auch eine der Ersten, die aufgestanden ist und applaudiert hat. Ich stehe noch einmal auf. Das war boah, bombastisch, unglaublich gut. Also, wow. Danke. Ich hab damit überhaupt nicht gerechnet, dass das so gut funktioniert, weil ich weiß von mir, wenn man ja auch nicht, ich weiß von mir, dass wenn man ganz Leben lang so Posen und bestimmte strukturierte Tänze trainiert, dass diese Lockerheit, wie sagt man dieses Wort? Lockerheit. Wie alle Ausländer lernen, also bringen einander Deutsch jetzt bei, ja. Also diese Ding, ja. Das war unglaublich. Und ihr Bauch. Oh, ja, das ja. Ist auch. Und das ist ja. Auch mal wegschauen. Also diese Weltpremiere hat einmal ganz toll funktioniert. Und ich bin so froh und so dankbar, dass ihr die Ersten wart, weil ihr habt jetzt einen tollen Weltpremieren-Tanz bei Dancing Stars hingelegt. Gratuliere, unglaublich ja. Toll. Gangster Street Dance. Ich finde, Street Dance hat ja ganz viel mit Haltung zu tun und mit der richtigen Attitude. Hast du die gesehen? War da viel Haltung im Tanz? Ja, gar keine. Gott sei Dank, gar keine. Ja. Die Aufgabe ist im Street Dance ganz was anderes. Da, wir versuchen in unseren Disziplinen die Bewegungen bis zum Schluss zu kontrollieren, dass die Fingerspitzen sich auch noch anspannen. Und keine Ahnung, wie es geht beim Street Dance. Nein, absolut nicht. Und deswegen fand ich es auch bombastisch, neben deinem Sixpack, ja, das ist also, dass wie du das interpretiert hast. Weil an und für sich, dass du das kannst, überrascht mich gar nicht mal so, wie eigentlich, dass die Mutter das auch kann. Weil, ja, können ist übertrieben. Na, du hast gut ausgeschaut dabei. Ja, ihr habt beide gut ausgeschaut und damit können sie jetzt wirklich nichts mehr machen. Also ihr habt wirklich alles getan, um ins Finale aufzusteigen. Schauen wir mal. Dankeschön, mal. Nicole danke, und Dimitar. Dankeschön. Zwei Tänze geschafft. Ist damit auch der Sprung ins Finale geschafft? Das liegt heute mehr denn je an Ihnen zu Hause. Hier nochmal die Nummer für Nicole und Dimitar. 09010590908. Es ist schon befreiend. Man hat ja gesehen, es macht Spaß. Und es stimmt tatsächlich. Ich habe gemerkt, letzte Woche, als es geheißen hat, Street Dance, hat schon der eine oder der andere Profi gesagt, puh, das wird was, das kann keiner wirklich von uns, das müssen wir alle lernen. Das ist aber so. Aber wenn wir sagen, wir hören auch zum Aufwärmen immer Hip-Hop. Ja? Also, ja, das war ein Kontaktpunkt zwischen uns zwei. Und ja. Mikko hat ja mal gesagt, Ramisch ist mal rumgegangen und hat alle interviewt und hat gesagt, wenn du kein Turniertänzer geworden wärst, was wärst du geworden? Und er so, Hip-Hop. Aber da musst du deinen Gang durch die Straße antreten. Jetzt gibt es ein Versprechen. Ja, genau. Mitko hat dir versprochen, wenn ihr ins Finale kommen solltet, dann macht er was? Dann werde ich zu einem Ringboy. Genau. Oder zumindest am 6. Juli. Bei deinem WM-Kampf am 6. Juli. Weil normalerweise machen das ja eigentlich meistens Frauen. Ja? Und manchmal gibt es die Nummern-Girls. Wenn eine Frau einen Hauptkampf macht, manchmal machen das auch Männer. Das sind meistens Männer, die sich selbst nicht so ernst nehmen. Ja, ja, und sich ein Selbstbewusstsein haben, Spaß ja, draus machen. Mitko, du weißt schon, die sind leicht bekleidete Mädchen. Also ich muss mich dann rasieren, irgendwie ganz...
Aber du, ja, schauen wir mal. Ich bin auf die Moves gespannt, weil meine Theorie ist, ja, Demeter kann alles cool. Sogar wenn er einfach nur ein Apfel ist, sieht das einfach cool aus. Ja, aber ich denke mal, wenn er jetzt zwischen den Runden im Tango durch die Seile, das wird die Gegnerin verunsichert. Das glaube ich auch. Jetzt, ganz wichtig, zweites Thema. Yeah. Es geht natürlich fürs Finale, müssen alle einen Showtanz vorbereiten. Da habt ihr eigentlich ziemlich freie Hand, bis auf das, dass ihr dem Staffelmotto, nämlich großes Kino, ein bisschen Genüge tun müsst. Was ist eure Idee? Ihr müsst das jetzt verkaufen, ihr müsst die Leute neugierig machen. Welchen Film geht es zum Beispiel? Der Film ist Moulin Rouge, das heißt Frankreich. Also nicht Rocky. Moulin Rouge. Moulin Rouge, Frankreich, 19. Jahrhundert. In der Unterwelt, ja. Es wird sehr viel Haut, sehr viel Glitzer. Liebe, eine verbotene Beziehung, Leidenschaft, ja. Und sehr viel Drama auf jeden Fall. Sehr viel Drama, ja. Und die Musik wird auch. Und ihr macht es zu zweit. Also. Wir möchten alles verraten. Wir brauchen noch ein bisschen Überraschungseffekt. Aber es wird sehr cool. Okay, also wenn Sie jetzt Lust auf diesen Showdance bekommen haben, dann da hinten hat schon jemand alles weggehaut und rennt zum Telefon. Genau, ja. Unterstützen Sie die beiden auf dem Weg ins Finale mit dem Anruf oder SMS 090 10 59 09 08. Setzt euch nieder, könnt nichts mehr machen, ihr könnt es nicht mehr nur abwarten. Dankeschön. Achso, die Punkte, Entschuldigung, die zweiten Punkte. Überraschungseffekt jetzt auch noch in Form der Punkte. Nicole, ihr beide habt das echt so geil gemacht. Ich habe echt Lust darauf, das auch zu auszuprobieren. Ich bin dafür, Nicole, jederzeit. Super Hip-Hop-Flow, Street-Dance-Flow, sehr charakteristisch und richtig super vertanzt und ein super Bauch, Nicole. Deswegen 10. Carina, super Bauch, Miriam. Ja, voll cool war das. 10. Yay. Und Balasch, wie viele Punkte gibst du? Wenn man die Erwartungen der Jury nicht erfüllt, kriegt man wie viele Punkte? 1. Ja. Wenn man die Erwartungen der Jury übertrifft, kriegt man? 10. Absoluter Rekord zum ersten Mal. 40 Punkte. Das hat sich ausgezahlt. Wahnsinn. Der erste 40er in der Staffel. Der erste. Jetzt könnt ihr wirklich nichts mehr machen. Jetzt könnt ihr euch niederlegen, könnt ihr euch. Was weiß ich, was machen. Wir verwandeln jetzt den Ballroom in einen Basketballroom. Ein Sportstadion mit tobenden Fans. Ja, jetzt kommt nämlich Paar 02 und damit kommen zwei Topspieler der Dancing Stars League. Hier sind Liz Görgel und Thomas Kramel mit ihrem Street Dance. Slam now, we got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Jam going down. Welcome to the space.
Liz und Thomas. Sportlicher Streetdance auf jeden Fall. Übrigens, falls Sie sich schon mal gefragt haben, wie groß ich eigentlich bin, Basketballkörbe hängen immer auf 3,5 Meter. In diesem Sinne hätten wir dieses Geheimnis gelüftet. Ihr zwei seid mir schon nicht wurscht, gell? Weil Streetdance alleine ist ja schon eine Herausforderung. Basketballbälle auch noch einzubauen, das kann ja auch schnell schief gehen. Du verlierst den einmal dann und das war ja alles gleichzeitig. Die Choreografie, Schritte, dann das Dribbeln, also Hochachtung. Inwiefern wird sich da wie in die Choreografie eingebracht? Ja, wir haben das gemeinsam gemacht. Ja, schon. Ich habe ja früher ein bisschen Hip-Hop getanzt in der Hauptschule und in Stams, auch mit Rainer Schönfelder mal die Madura-Bälle immer eröffnet und das ist ein bisschen meine Herzensgeschichte. Aber wir haben so einen schnellen Song gehabt, das ist eigentlich gar nicht Hip-Hop. Jetzt haben wir halt schnell tanzen müssen. Naja, alles funktioniert, oder Nicole? Ja, echt. Also erstens mal, du hast deine Nerven in der Wunderbar gelassen und bist hier auf die Fläche gekommen, Powerfrau, pur. Fantastisch, also das war wirklich Vollgas, super toll. Von euch beiden. Danke. Ich fand die Choreografie super anspruchsvoll. Ich bin keine Expertin in diesem Tanz, aber mit dem Ball, das ist nicht einfach und es sah super synchron aus. Also das muss man zuerst auch machen. Der Moonwalk hast du gemacht und dann hast du zusätzlich noch mit dem Publikum gespielt. Fantastisch. Du warst echt zu Hause bei diesem Tanz. Ich glaube, du hast dich auch wohlgefühlt, mal mit keinen High Heels zu tanzen. Und ich fand es einfach fantastisch. Echt. Ganz, Dankeschön. Ganz toll. Danke. Dirk. Ja, ich habe das Gefühl, bei der Nicole vorhin, dass das schon super toll war, das war ja auch toll. Und ich finde, dass Nicole, aber auch Liz irgendwie jetzt so bei sich angekommen sind in diesem Hip-Hop. Und ich fand das so toll. Ich fand die Choreografie sensationell. Ich fand diese Moonwalks von Michael Jackson da eingebaut toll. Ich fand das Thema toll mit den Basketballen. Ich fand es ganz toll. Auch die gesamte Choreografie, sehr, sehr schwer. Toll umgesetzt. Ich bin sehr, sehr begeistert und dachte nicht, dass ich noch etwas sehe heute, was mich noch mehr begeistert als die erste Nummer. Wow. In diesem Sinne, toll, 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 toll. Tolle Liz. Dankeschön. Ja, auch beide Tänze hinter sich haben Liz und Thomas und ja, können nur noch abwarten jetzt, ob sie auch genug Anrufe und SMS vielleicht bekommen, um im Finale zu stehen. 090 10 59 09 02. Hey, yo, Liz, yo, 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 ey. Hey. Kann ich so viel zeigen. Nein, ich habe schon die Generalprobe gesehen und habe gedacht, da fährt sie weg. Hoffentlich der Blast ist der Thomas. Jetzt, wir gehen gleich zum Showdance. Es gibt, wenn sie ins Finale kommt, einen Showdance. Auf was dürfen wir uns freuen? Macht uns neugierig. Zeit, um was geht's? Es gibt das erste Musical, was ich in meinem Leben gesehen habe, war Grease. Grease. Und ich bin aufgestanden und habe abgefeiert. Dann, es war so ein cooles, geniales Musical. Und das werden wir machen. John Travolta. Tom Travolta. Tom Travolta und Olivia Newton-John. Tom Travolta. Olivia Newton-John. Ja, aha. Was wird da passieren? Grease allein ist mir zu wenig. Also, es gibt sehr viele coole Requisiten, glaube ich. Da hast du einiges überlegt. Wir schauen, dass wir ein cooles Ihr macht alle ein Geheimnis drauf. Ihr müsst den Leuten jetzt sagen, bitte. Es wird ein sensationelles Bühnenbild. Ja. Es wurden keine Kosten gescheut, dass wir das irgendwie zusammenbringen. Ich bastle schon sehr lange an der Choreo. Also ich glaube, dass wir da wirklich, wirklich coole Choreo hinbringen. Die Liz hat einen Kostümwechsel drinnen von der Barfen. Olivia Newton-John bis hin zur sexy ledernen Newton-John. Da ist halt noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Respekt davor, aber das. Ja, ich darf ein bisschen was erzählen. Es werden zwei Gangs gegeneinander antreten, auch. Oder? Ja. Ob es miteinander. Aber ihr zwei als Gangs ist ein bisschen wenig, ist ein bisschen eine kleine Gang. Nein, wir haben Leute mit an Bord, natürlich. Das lassen wir uns nicht nehmen, wir werden unterstützt. Dürft ihr auch. Wir dürfen. Ja. Und dann, ich glaube, wenn man Richtung Musical geht und dann nur zu zweit arbeitet, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Tanzen werden wir vordergründig.
Aber da gibt es so ein paar ganz tolle Szenen in Grease drinnen, die es einfach notwendig machen, dass man da. Grease. Aber du wirst ja wahrscheinlich ein Sprecher, weil Grease hast ja praktisch schon Brillantine. Das ist Schmalz. Das ist mich müsst ihr erwachsen mit Tolle Wachs. Und ja, alles, was dazu die Frauen, gehört. Nein, die Frauen, du hast ja früher das Wachs unter die Ski geschmiert, jetzt schmierst du das ja mit die Haare. Jetzt! Es war genug getischt, passt schon. Gibt's ein Grease? Gibt's mit Grease ein Grease um die Liz? Wenn Sie zu Hause sagen, Grease von Liz, muss ich sagen. Muss ich sagen. Dann rufen Sie an oder schicken Sie eine SMS unter 09010590902. Und jetzt kommen eure zweiten Punkte. Und es liegt vor Carina. Also jetzt endlich hat der Ballroom wirklich gebrannt. 10. Ja. Ballas bitte. Ihr habt wieder euer Schatten gesprungen. Ich springe auch mit. 10. Danke. Nicole. Genauso musst du im Finale tanzen. 10. Und Dirk gibt, hatte ich letztes Mal schon mal, mir ist gerade die Kelle zerbrochen, ich halte das jetzt mal fest, L'Autriche, 12 points. Wir nehmen es erstmal 10 bei uns. Also, kommt der zweite 40er. Der zweite 40er. Ja, das würde man sagen, das ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier, wenn es beim Streetdance darum geht, 40 Punkte auch. Ja, Sie hören schon, wir gehen wieder auf die Straße, die Lindenstraße. Es wird heiß. Hier kommt der Streetdance von Paar 09. The one and only Michael Schuttenberg und Conny Kräuter. Schotti und Conny, I like to move it. Mit viel Bling. Schotti. Ja. Ja, ausziehen. Ausziehen. Ist das ausziehen? Nein, ich soll mich ausziehen, oder was? Nein. Ausziehen. Noch nicht. Wenn dich deine Enkel irgendwann fragen, was hast du früher mal gemacht, dann zeig ihnen diesen Ausschnitt. Es ist oder was werde ich später machen? Was, dann auch. Ja, ich meine, jetzt geht's los. Also da steht Großes vor uns. Viel, viel Theater mit dabei. Wer hat da Regie geführt? Die Conny, immer, bei allem. Ich folge ihr aufs Wort. Ja. Immer macht sie's. Es zahlt sich aus, sich auf Conny zu verlassen. Dirk. Ja. Hallo. Das war, also ich meine, ich will nicht immer vom Alter sprechen oder irgendwas, ja?
das muss man erst, das muss ich erst mal hinbekommen. Ja, also in, ja, und ich bin ja noch ein paar, zwei Jahre jünger als du. Also insofern, super sensationell, tolle Choreografie, Conny, du machst das ganz toll. Und es war auch humorvoll mit dem Anfang. Gut, Rollatoren hatten wir schon, aber es passte wieder rein. Und ich mag die Kette gerne. Da können wir mal drüber reden nachher. Ja, du stehst auf Bling Bling. Oh, hier. Aber die gehört dem ORF. Schau, jetzt ne? besticht er. Den, ja, aber so wie ich den ORF kenne, ist die nichts wert. Kommen wir drauf dran, wer es trägt. Carina, bitte. Oh. Mein Gott, wie machen Sie das nur? Das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich jetzt nach der Probe Schmerztabletten aus der Tasche rausziehe, muss ich an Sie denken. Weil Sie pausenlos Schmerztabletten aus der Tasche. Jetzt will ich auch an Sie denken. Oh Gott, jetzt bin ich traurig. Jetzt haben wir einen Grund. Ich lade Sie auf eine ein. Nein, auf eine Voltaren. Darf man nachher auf eine Voltaren gehen, ihr zwei? Ich nehme auch. Das ist nämlich mein Lieblingsmedikament. Die sind so cool, so klein. Oh, gell? Und wirken so schnell, wirken so schnell. Ja, nein, ich meine im positiven Sinne. Also ich denke, ich muss das nehmen und Sie machen alles das und noch so volle Energie. Wie geht das überhaupt? Ja? Also, boah, Bombe. Bombe. Bombastisch, wir können, also das, da geht nichts mehr drüber. Ich schicke euch nach draußen, ihr habt es euch kurz verdient, euch hinzusetzen und was auch immer einzuwerfen, aber geht's. Danke Schotti, Schotti und Conny mit einem fantastischen Street Dance. I like to move it, wenn die beiden sich bewegen sollen, auch im Finale und Richtung Finale und diesen Sprung schaffen sollen, dann reicht die Jury nicht aus. Dann braucht es Anrufe und SMS. Ich sag's nur immer wieder, weil es wirklich, also Ihre Stimme ist nicht zu unterschätzen. Sie können hier, wie wir gemerkt haben in den letzten Wochen, alles entscheiden. 09010 59 09 09 für Schotti und Conny. Jetzt anrufen! Na, ich stoß an mit dir, Laser. Danke. Danke. Na ja, aber nice show, Bro. Bro, jetzt habe ich keine Kette. Ach so, die hat er. Die kannst du wieder zurückholen. Mit Rollator hin, Rollator her, das ist also schon so, das muss man jetzt wieder mal erwähnen, du bist der älteste Dancing Stars Teilnehmer ever. Jetzt geht das wieder los. Und gab's nicht das, schon. Und das, der coolste auch noch. Und wirklich cool. Und das sieht man dir nicht an. Wir sagen jetzt der Carina natürlich nicht, dass du dir außer Voltaren noch was anderes einpfeifst. Ja, Voltaren ist die Vorspeise. Es gibt viele andere Medikamente. Also, wir gehen aber jetzt sofort auf. Wir gehen sofort. Ihr habt's, das war wirklich eine lustige Show. Ihr habt auch einen Showtanz vorbereitet. Ja. Da wollen wir jetzt hören, was das für eine Idee ist und was geht's. Willst du das wirklich wissen? Nein, ja, die Leute wollen es wissen. Also, ich habe Anfang der 80er Jahre ein weltbekanntes Musical. Es war damals ein Film, erst inszeniert in Deutsch im Schauspielhaus. Und das Ganze hieß und jetzt im Chor. Rocky Horror Picture Show. Okay. Also was liegt näher, das machen wir. Und ich trete als Riff Raff, als Frankenfurter, I'm a sweet Transvestal in der Transylvania. Er ist schon also, drin. Also ich bin schon ganz drin. Da fliegen die Fetzen. Es wird gruselig und der andere macht, weil man dich in Strapsen sehen wird. Ehrlich, das weißt du? Der Frankenfurter. Ich zeige Haut. Strapse weiß ich noch nicht. Ich zeige Haut. Frankenfurter, ne, was ist der Netzstrumpfhosen? Du hast einmal gesagt, dein Hintern schaut aus wie zwei Datteln. Dann freuen wir uns drauf, dass wir die zwei Datteln einmal im Einkaufsnetz sehen. Also. Du hast schon lange nichts gekriegt, ich oder? Ich hab das Bild in meinem Kopf, das kriege ich jetzt eine Woche nicht mehr aus. Also, wenn Sie jetzt auch so wild sind, auf diesen Strapsberger zu sehen, dann brauchen Sie jetzt nur anrufen und SMS schicken, am besten 09010 59 09 09.
Danke. Jetzt eure zweiten Punkte. So, Bollasch bitte. 8 Punkte. Nicole, ich fand die Choreografie fantastisch und der Anfang der Choreografie wird mir noch eine Zeit lang im Kopf bleiben. Aber die beiden Mädels waren leider heute schon ziemlich besser in diesem Tanz. Deshalb nur 8. Dirk, bitte. Sehr gerecht. Ich habe das hier dekoriert, weil meine Kelle kaputt gegangen ist. Ja, ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht zusammen. Ich fand das sensationell charakteristisch und für das Alter einfach unfassbar. Und deswegen habe ich das hier zusammen gefummelt. Jetzt guckt mal an, ob das schön aussieht. Ja, wunderschön. Ist auch ein Zeh. Okay. Kette kriegt er später wieder. Und Carina. Überraschung, Überraschung. Natürlich. Yeah. Das sind 36 Punkte. Danke. Ordentlich abgeliefert heute. Puzzle. Danke. Bitte. Und jetzt kommt hier noch ein Streetdance, und zwar von Paar 07. Hier sind Stefan Petzner und Roswitha Wieland. Yo. The soundtrack, let's go. Und Roswitha Wieland, der Stunner. Völlig losgelöst. Wie gefällt dir das Streetdance, so völlig gelöst zu tanzen von der Rosi? Ja, habe ich einen Ton? Entschuldigung, ja, das Mikrofon, Entschuldigung, ja. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin mit Freude und Begeisterung. Auch beim Streetdance, das war wirklich. Also ja, Streetdance ist ja so weit von mir weg wie der Nordpol vom Südpol. Aber. Es hat echt Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt komplett außer Atem bin. Naja, das ist verständlich, Bollasch. Ich bin auch außer Atem. Wir sind an und für sich dankbar, dass Sie bei diesem Show mitmachen. So sage ich mal, Dancing Star ist berühmt darüber, dass wir alle Höhen und Tiefen zeigen wollen müssen. Wir brauchen Sie, um zu zeigen, dass eigentlich Tanzen nicht selbstverständlich ist. Wir brauchen Sie, um zu zeigen, dass all das, was vorher gesehen war, eine super Leistung ist, wahnsinnig viel Arbeit und nicht jedermanns Sache. Sie haben es probiert. Danke, dass Sie da waren. Und ich hoffe, dass Ihre Reise hier endet. Nicole. Okay, die positive Nicole findet immer irgendetwas Positives. Ein paar Minuten Zeit. Ich muss sagen, du hast oder ich habe einen Schritt gesehen, einen Schritt gefunden, den du tatsächlich gemeistert hast. Single, single, double, double. Den hast du, ich weiß nicht, 4, 5 Mal gemacht und der war im Rhythmus und der hast du gut gemacht. Fand ich. Also ich muss sagen, wenn etwas positiv ist, dann finde ich es
immer. Und das hast du schon mal gut gemacht. Sonst war es vielleicht nicht der beste Street-Dance. Ich bin aber keine Expertin in diesem Tanz. Deshalb kann ich da eigentlich gar nicht mehr sonst viel dazu sagen. Aber das ist, finde ich, schon mal gut. Und ich finde, eine positive Sache muss man auch noch erwähnen. Nämlich die Rosi hat sich auch ordentlich ins Zeug gelegt. Also in diesem Sinne gibt es auch noch mal Applaus für Roswitha Wieland und für Stefan Petzner. Und vielen Dank für diesen Street Dance. Stefan und Roswitha warten jetzt nicht nur auf die Punkte der Jury, sondern eben auch auf Anrufe und SMS 09010590907, falls die beiden nächste Woche im Finale stehen sollen. Da sind wir wieder. Geht schon wieder? Hast du schon wieder Atem? Geht wieder. Hast du schon wieder Luft? Also. Auch wieder da fangen. Ja, du hast auch nicht gefährlich reingeschaut. Also ich kann nur sagen, Street Dance in den Ghettos von Lassnitz. Nein, von der Jury da fangen. Von den Ghettos von Lassnitz. Also, nein, beim Tanzen, nein. Das war jetzt aber Showdance. Ja. Auch ihr habt einen Showtanz vorbereitet. Auch da wollen wir wissen jetzt, was ist die Idee, um was wird es gehen, wie wird es denn ausschauen? Und welcher Film? Schau, wenn du schon fragst, das ist auch ganz ehrlich gesagt, worum es mir geht. Mir geht es nicht ums Gewingern. Ich weiß, da sind andere dabei, da hat die Jury recht, die tanzen tausendmal besser. Ich will auch, ich muss gar nicht gewingen. Mir geht es nicht um diesen Plastikstern, sondern ich habe einen Traum, dass ich im Finale zu meinem Lieblingsmusiker, den ich sehr verehre, Udo Jürgens, zu seinen Liedern meine Gefühle zeigen kann. Das ist mein Finalwunsch. Und das zählt, würde für mich mehr als alles andere zählen, als irgendein Sieg oder Plastikstern. Okay. Da tanzen andere besser, aber für mich wäre es die größte Freude, diesen zu Udo Jürgens das noch zeigen zu können. Okay. Alles andere ist. Aber es ist jetzt kein Film, ich kenne nur einen Film. Nein, aber ich will damit auch klar ausdrücken, weil auch die Jury so, ich muss nicht um jeden Preis gewinnen. Mein Herzenswunsch ist es, zu Udo Jürgens als kleines Dankeschön für die über 1000 Lieder, die uns geschrieben hat. Und die Rosi und ich arbeiten wie die anderen seit Wochen an der Choreografie. Ich glaube, es wäre ein Fernsehmoment des Jahres, kann ich jetzt schon versprechen. Und ja, da kann wieder gelacht werden, oder locht es mir aus. Ich würde es gern zeigen aus vollem Herzen und heute mal die Lache aus. Okay. Und den Hass. Naja, jetzt. Naja, von der Jury, ich meine das nicht. Naja, das muss man sich ja gewohnen. Also wenn Sie diesen Showdance nicht verpassen wollen, bitte unterstützen Sie die beiden mit einem Anruf oder SMS. Auch Stefan hat eine Nummer 09010590907. Und hier sind eure zweiten Punkte. Ja, mit Hass hat das sicher nichts zu tun, ja. Dirk. Ja, Single, Single, Double, Double, whatever it was. Eins. Carina. Stefan, bitte, es hasst Sie niemand hier. Ja, wir sind internationale Jury. Wir bewerten den Tanz, den es nicht gibt seit Wochen. Ja? Und nicht Ihre Persönlichkeit. Bitte nicht anrufen. Eins. Balasch. Eins. Und Nicole. Wir bewerten wirklich nur das Tanzen. Zwei. Ja. Das ist ein Punkt mehr als für den ersten Tanz. Fünf. Fünf Punkte. Also damit, jetzt könnt ihr auch nichts mehr tun, ihr könnt nicht mehr da abwarten und warten, was das Publikum macht. Was es ist, setzt euch nieder. Bounty, alles wird gut. Alles gut. Alles gut. Alle Paare haben damit zwei Einzeltänze gezeigt. Dafür gibt es draußen für euch jetzt nicht nur Applaus, sondern hoffentlich auch viele Gesamtpunkte. Miriam, bitte. Ja, wir zählen die Jurypunkte der ersten beiden Tänze zusammen und dann haben wir folgende Reihenfolge hier im Semifinale. Da hat sich ein bisschen was geändert. Auf dem ersten Platz jetzt Nicole und Dimitar mit 4 Punkten. Auf dem zweiten Michael und Conny mit 3 Wertungspunkten. Auf dem dritten Platz Liz und Thomas mit 2 Wertungspunkten. Und auf dem vierten Platz Stefan und Roswitha mit nur noch einem Punkt. Ja, aber da gibt es ja dann auch noch 1, 2, 3, 4 Punkte für Ihre Anrufe und SMS von zu Hause. Und erst dann können wir entscheiden, wer die wenigsten Punkte hat und heute die Show verlassen muss. Also lassen Sie Ihre Favoriten bitte nicht im Stich. Und wenn, dann schauen Sie ihnen dabei wenigstens in die Augen. Also, wenn Sie wollen, dass Paar 02, Liz und Thomas, unbedingt ins Finale müssen, dann ist es die 09010590902.
Oder Sie möchten im Finale nicht auf Stefan und Roswitha verzichten. 090 10 59 09 07. Haben sich Nicole und Dimitar den Platz im Finale in jedem Fall verdient. Und es ist die 090 10 59 09 08. Und wenn Sie sich ein Dancing Stars Finale ohne Michael Schottenberg und Conny Kreuter nicht vorstellen können, dann jetzt anrufen 090 10 59 09 09. Und überlegen Sie nicht zu lange, denn das Voting dauert noch genau 5 Minuten. Wer tanzt nächsten Freitag hier im großen Finale um den Dancing Stars Stern? Wir erfahren es bei Dancing Stars, die Entscheidung.